Meine Aufgabe ist zunächst mal ganz kurz, mehr als 10 Minuten soll ich dafür nicht in Anspruch nehmen, einiges zu sagen zu dieser Gruppe von Autoren, die man unter dem Namen Austromarxismus kennt. Das war ein Schimpfname, so wie Marxismus ursprünglich auch, wurde sehr schnell auch verdreht in Austrobolschewismus und wurde sowohl von der Rechten als auch von der extremen Linken gebraucht, im abwertenden Sinne. Die Epoche bezieht sich auf die Zeit zwischen etwa 1895 und Ende der 1930er Jahre. Wenn man Renners volle Lebenszeit mit einbezieht, eigentlich bis 1950. Ja. Damals gab es Anfang, in der Nachkriegszeit auch noch Leute, die sich als Austromarxisten verstanden und insbesondere der Kanzler und Präsident Renner, Karl Renner. Warum ist das Bild jetzt nicht da? Das verstehe ich nicht. Kann das keine Bilder zeigen, dieses Ding? Doch, hier ist ein Bild. Sorry, also hier stellen Sie sich jetzt vor, aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen ist es nicht da. Es ist ein Bild von Wien, denn das Ganze spielt in Wien, also Wien vor dem Ersten Weltkrieg. Und damals war Wien eine 2-Millionen-Stadt, eine Metropole in einem Vielvölkerstaat, ein Zentrum der Moderne in jeder Hinsicht, also in Kunst, in Literatur, in der Wissenschaft insbesondere, in der Naturwissenschaft, auch in der Psychologie, in den Sozialwissenschaften. In Wien passierte eigentlich sehr viel oder fast alles von dem, was wichtig wurde, dann im 20. Jahrhundert. Und neben Paris und Berlin war Wien das dritte große europäische Zentrum des intellektuellen und kulturellen Lebens. Dies ist das, was Sie da sehen, ist das Innere des Café Central, des Zentralcafés, das gibt es heute noch. Und typisch für die Wiener Kultur und auch für die Wiener intellektuellen Szene ist, dass man sich in solchen Cafés trifft. Und das taten die alle, die Herren, die ich hier eben kurz aufgelistet habe. Es gehören auch einige andere dazu, zum Beispiel ein Herr, den Ihnen allen bekannt sein dürfte unter dem seinem Kriegsnamen, Kampfnamen Trotzki, der verkehrte da nämlich auch ständig. Lenin und Stalin und Gramsci, die auch in Wien waren, sind da aber nie aufgetaucht. Während Trotzki regelmäßiger Besucher war und auch daher persönlich bekannt mit all diesen Herren, mit Max Adler, mit Otto Bauer, mit Gustav Eckstein, mit Rudolf Hilferding, mit Otto Neurath, mit Karl Renner, mit Friedrich Adler, mit Robert Danneberg und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Jüngeren, die man eigentlich auch noch nennen müsste. Ich kann sie aber nicht alle aufzählen. Die Austromarxisten waren eine theoretische Gruppe, gleichzeitig aber auch eine politische Strömung im internationalen Sozialismus und sie haben insbesondere deutsche, österreichische und man müsste auch noch hinzufügen, die schweizerische Sozialdemokratie sehr stark geprägt. Sie hatten auch einen ziemlichen Einfluss in der französischen sozialistischen Partei. Also es ging weit über Österreich hinaus. Und die drei Herren, die Sie da sehen, da sitzt Friedrich Adler, auf der anderen Seite sitzt der alte Karl Kautsky, auch Österreicher, und der kam dann auch zurück nach Wien. Und in der Mitte dieser Herr, das ist Otto Bauer. Und die Aufnahme stammt aus der Zeit der fortgesetzten Zweiten Internationale, die sich dann nannte die Sozialistische Arbeiterinternationale. Und da waren diese Herren, Friedrich Adler war der Sekretär, sozusagen der Organisation, organisatorisch der leitende Kopf der Sozialistischen Arbeiterinternationale. Karl Kautsky war sozusagen der verehrte Übervater im Hintergrund, der aber politisch keine Rolle mehr spielte. Und Otto Bauer war der führende Kopf, derjenige, der auch immer wieder Referate, Berichte, große Arbeiten machte für die Internationale und gleichzeitig in Wien, in Österreich, in der Ersten Republik und international wirkte. Ich stelle sie Ihnen jetzt mal kurz alle vor. Wir werden noch einiges sagen über den Zusammenhang dieser Gruppe. Sie hatten einen Zusammenhang, sie hatten ein gemeinsames Konzept, das insbesondere Otto Bauer ausformuliert hat, aber Karl Renner auch. Also eigentlich alle Genannten haben einen Anteil daran. Es war keine Ein-Mann-Show, ganz im Gegenteil. Es gab heftige Debatten zwischen diesen Herren, die alle sehr höflich geführt wurden. Es wurde wenig geschimpft und man pflegte sich nicht gegenseitig als Verräter oder was auch immer zu bezeichnen.
Das war unüblich. Ja? Das gab es eigentlich nicht. Da sehen Sie Otto Bauer als relativ jungen Mann auf der einen Seite. Da war er gerade Sekretär der österreichischen sozialdemokratischen Fraktion. Also das ist noch vor dem Ersten Weltkrieg, 1907. Und auf dem zweiten Foto sehen Sie ihn in den 30er Jahren in der Emigration. Otto Bauer wurde sehr schnell der führende Theoretiker, der führende Kopf. Von ihm stammt auch das Linzer Programm. Von ihm stammen einige große Arbeiten, Bücher, sowie das Buch über die Nationalitätenfrage und so weiter. Unbestritten war er der innovativste und auch der vielseitigste Kopf. Er war kein Jurist wie Renner, aber er war ein ausgezeichneter Ökonom, übrigens auch ein mathematischer Ökonom. Er war ein Politikwissenschaftler, Sie können auch sagen, er war Soziologe, er machte alles Mögliche. Ja, dank dir. Dies ist Max Adler, der einzige von den Austromarxisten, der eine Professur bekam an der Wiener Universität. Höchstens, man könnte noch erwähnen, Karl Grünberg, den sogenannten Vater der Austromarxisten, Wirtschaftshistoriker, den ersten Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Das war auch ein Wiener und der hatte mit den Austromarxisten sehr viel zu tun. Aber dieser Herr Max Adler war eigentlich der Philosoph der Austromarxisten und er war auch der Einzige, der nach dem Ersten Weltkrieg an der Wiener Universität eine Professur erhielt, der sehr stark involviert war in die Bildungsarbeit und von dem wir sozusagen die ausgefeiltesten und umfangreichsten philosophischen Beiträge, auch methodologischen Beiträge bekommen haben. Max Adler vertrat die Auffassung, der Marxismus ist kein historischer Materialismus. Ganz im Gegenteil, der Materialismus ist eine längst überholte und vergangene Form, Reflexionsform oder Form des philosophischen und sozialwissenschaftlichen Denkens. Man muss das Ganze völlig neu konzipieren und definieren. Das hat er auch getan. Max Adler verdanken wir ein ganz ausgezeichnetes, aber kaum bekanntes, mehrbändiges Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung. Er nennt es dann ironischerweise im Titel doch so, während es in dem Buch dauernd kritisiert. Also auch dieser Max Adler ist ein außerordentlich vielseitiger und hochinteressanter Kopf. Diesen Herrn kennen Sie alle. Rudolf Hilferding, der erste Marxist, wenn man mal von dem hervorragenden Tugan Baranowski absieht, aber jedenfalls in Deutschland, in Mitteleuropa, Zentraleuropa, der erste Marxist, der je Finanzminister eines Landes wurde, nämlich in Deutschland, und zwar gleich zweimal. Außerdem kennen Sie ihn sicher alle als Ökonom, als Verfasser des Finanzkapitals. Als solcher steht er für eine Linie der Arbeit der Austromarxisten und die hieß schlicht und einfach die Veränderung des kapitalistischen Weltsystems in allen Details auf den Begriff bringen. Also das machen, was Marx nicht mehr machen konnte, weil er vieles noch nicht sah oder noch nicht wissen konnte. Und die rasanten Veränderungen, die sich vor allen Dingen während und infolge der ersten großen Depression von 1873 bis 1895 vollzogen in der Struktur der kapitalistischen Ökonomien, die nachzuzeichnen, die zu erklären und Folgerungen daraus zu ziehen. Rudolf Hilferding hat das ausgebreitet zu dem Konzept des organisierten Kapitalismus, das auch die anderen gebrauchten. Mehr oder weniger, sie bezogen sich darauf, sie diskutierten darüber. Für das Finanzkapital ist typisch, dass es publiziert wurde in den Publikationsorganen der Austromarxisten, gepriesen wurde und gleichzeitig auch heftig kritisiert wurde. Otto Bauer zum Beispiel hat Hilferding heftig kritisiert. Er fand das Buch methodisch und auch in der Darstellungsweise verfehlt, obwohl er viele einzelne Erkenntnisse sehr gelobt hat. Es war wie immer eine sehr freundschaftliche, aber heftige, durchaus zur Sache gehende Debatte zwischen diesen Herren. Jetzt kommt endlich Karl Renner. Der ist nun tatsächlich eigentlich noch bemerkenswerter, weil das ist der erste Marxist, der zweimal Bundeskanzler war und einmal Präsident, Bundespräsident, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich. In jeder Hinsicht außerordentlich bemerkenswerter Herr. Richard wird uns sehr viel mehr darüber erzählen, denn er hat gerade die erste vernünftige, wissenschaftlich wertvolle Biografie über Karl Renner geschrieben. Bisher gibt es alle möglichen Materialsammlungen. Aber das ist also ein großes Verdienst. Und dieser Renner war der Älteste
unter den Austromarxisten. Er war auch sozusagen derjenige, der am ehesten einen proletarischen Hintergrund hatte. Ein typischer Aufsteiger, der sich seine Karriere erkämpfen musste. Und ein außerordentlich vielseitiger Mann. Wie gesagt, Richard wird uns im Detail vieles darüber sagen. Er war eben nicht nur Jurist und der Pionier einer marxistischen Rechtstheorie. Er war gleichzeitig ein exzellenter Ökonom. Der erste, der eine bis heute Hand und Fuß einhabende Einleitung in den Band 2 und 3 des Kapitals von Marx geschrieben hat. Also er wird immer angegriffen als Rechter und Reaktionär, aber er sah sich selbst bis zum Ende als Marxisten, als Teil dieser Gruppe der Austromarxisten. Dies ist Friedrich Adler, der Sohn von Viktor Adler, dem legendären Gründer, Führer der österreichischen Sozialdemokratie. Viktor Adler war ein Arzt und auch in vieler Hinsicht bemerkenswerter Mensch, aber er sah sich nicht als Theoretiker, obwohl er einige ganz bemerkenswerte Beiträge gemacht hat. Friedrich Adler war der einzige richtige Naturwissenschaftler unter diesen Herren. Der ist nämlich Physiker gewesen, und zwar ein exzellenter Physiker, so gut, dass sein Freund, lebenslanger persönlicher Freund Albert Einstein, ihn unbedingt haben wollte als seinen Nachfolger in Zürich. Aber Friedrich Adler war auch ein politisches Tier, also er konnte von der Politik nicht lassen, und er hat da eine sehr wichtige Rolle gespielt in der österreichischen Sozialdemokratie, später in der internationalen. Von ihm gibt es etliche Beiträge, vor allen Dingen zur Methodologie, zum Beispiel diese kritische Darstellung der methodischen Vorstellungen von Ernst Mach. Ernst Mach kennt sicherlich jeder, und zumindest aus Lenins Polemik gegen den Machismus. Ernst Mach ist ein Autor, den übrigens auch Karl Marx in den 1870er Jahren sehr gründlich studiert hat, wie wir wissen, denn das Exemplar des Buches über die Entwicklung der Physik von Ernst Mach fand sich in Marx' Bibliothek mit sehr vielen Anstreichungen. Also er hat es gründlich durchgearbeitet. Gut, dieser Herr ist wahrscheinlich am wenigsten bekannt, Gustav Eckstein, gehörte auch dazu. Ein hervorragender Autor, schrieb sehr viel in der Neuen Zeit. Unter anderem ist er der Autor einer Studie über die Entwicklung des japanischen Familienrechts. Er war nämlich auch Jurist von Haus aus. Was aber de facto eine Analyse der Entwicklung Japans ist, seit der Meiji-Reform, also der kapitalistischen, modernen Entwicklung Japans. Er war aber auch ein Ökonom. Sie kennen ihn vielleicht auch aus der Debatte um Rosa Luxemburgs, die Akkumulation des Kapitals. Und Rosa Luxemburg war sehr beleidigt wegen seiner Kritik. Ein äußerst vielseitiger Herr, den man nicht vergessen sollte. Von ihm stammt zum Beispiel die erste populäre Darstellung der politischen Theorie, und ist mehr als populär, des Marxismus unter dem Titel »Der Marxismus in der Praxis«. Er starb 1916. Leo Trotzki hat ihm einen seiner wenigen wirklich freundlichen, beinahe rührenden Nachrufe gewidmet. Jetzt komme ich zu dem echten Genie. Das ist wahrscheinlich nach Marx das einzige Genie, was es je gab, wirkliche Universalgenie in der Geschichte der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung. Das ist Otto Neurath. Und wenn Sie über die Straße gehen, werden Sie Neurath überall sehen. Der hat nämlich die Welt verändert, tatsächlich. Otto Neurath ist unter anderem, der war auch wieder alles. Der war Ökonom, der war Soziologe, der war Mathematiker, der war Philosoph. Otto Neurath ist ein Vulkan an Ideen. Und eine seiner vielen Ideen, die praktische Wirkung hatten, war die Erfindung der Piktogramme. Das sind diese kleinen Zeichen. Wenn Sie die grünen Männchen sehen, wenn Sie, oder die roten, wenn Sie an der Ampel, na, das basiert auf der Grundidee von Otto Neurath. Sozusagen das gesamte Alltagsleben einfach zu gestalten, durch dass man solche Symbole einführt, überall, oder solche, er nannte es die Piktogramme. Und das hat er entwickelt im Wiener Museum für Gesellschaftsgeschichte und Technikgeschichte, was auch eine Erfindung der Austromarxisten war. Er verstand Marxismus als empirische Soziologie, positivistisch. Ja. Er war Teil des Wiener Kreises, sozusagen das lebende Band zwischen dem sogenannten Wiener Kreis der radikalen Neopositivisten und der logischen Positivisten und den Austromarxisten. Und er war natürlich außerordentlich beschlagen in jeder Hinsicht. Otto Neurath ist einer der
am meisten vernachlässigten, wirklich bedauerlicherweise fast vergessenen Figuren, die man gründlich studieren sollte. Ich halte ihn wirklich für das einzige Universalgenie, jedenfalls im 20. Jahrhundert, das die sozialistische Bewegung je in ihren Reihen finden konnte. Dies sind die zwei zentralen Publikationsorgane der Austromarxisten. Das eine sind die Marx-Studien, das war eine sozusagen jahrbuchartige Reihe, die erschien von 1904 bis 1924 und dann stoppte sie. Alle größeren Arbeiten der Austromarxisten von Otto Bauer, von Max Adler, von Rudolf Hilferding, von Karl Renner sind in dieser Reihe erschienen. Auch das Buch von Gustav Eckstein, aber auch viele andere Arbeiten. Kautsky hat auch dazu beigetragen, aber das war sozusagen das Organ, in dem sie ihre dicken Bücher, viele hundert Seiten langen Abhandlungen veröffentlicht haben. Der Kampf ist die theoretisch-politische Zeitschrift der Austromarxisten, gegründet 1907. Das war die Konkurrenz zur Neuen Zeit. Also Kautsky war sehr zurückhaltend, etwas ängstlich, dass die ihm das Wasser abgraben. Und es ist eine ausgezeichnete Zeitschrift. Es ist wirklich also bis heute ein Genuss, die zu lesen. Die haben enorme Debatten geführt in dieser Zeitschrift. Das Dritte, was man eigentlich noch hinzuzählen müsste, ist die sogenannte Arbeiterzeitung, die es inzwischen leider nicht mehr gibt. Doch. Im Verein für die Geschichte der Arbeit. Aber ich meine, sie erscheint leider. Also es ist Schande der österreichischen Sozialdemokratie, dass sie die Arbeiterzeitung eingestellt haben. Das Bemerkenswerte an dieser Zeitung war, dass man eben auch Debatten über das Programm, über auch höchst komplizierte theoretische Probleme führte in der Arbeiterzeitung. Also in großen Leitartikeln. Otto Bauer war einer der führenden Leitartikler. Die schrieben alle, so viel sie konnten, auch für die Arbeiterzeitung. Und das war eine sehr auflagenstarke, sehr einflussreiche Zeitung, die einflussreichste im damaligen Österreich, die man also nicht vergessen sollte, wenn man über die Publikationsorgane spricht. Gut, all diese Herren gehören zur österreichischen Arbeiterbewegung, zur österreichischen Sozialdemokratie. Und das war eine Partei, und zwar eine Massenpartei und zugleich eine Bewegung. Sie sehen hier 1931 Otto Bauer, der spricht zu den Teilnehmern der Arbeiterolympiade. Die wurde in dem Jahr in Wien abgehalten, das war einer der Höhepunkte. Eben nicht nur für die österreichische Arbeiterbewegung, sondern für die internationale. Das waren alles sozialdemokratische, sozialistische Parteien, die ihre Arbeitersportler dahin geschickt hatten. Das zeigt so die Anerkennung, die Bedeutung auch der österreichischen Sozialdemokratie in der internationale. Diese Partei war eine wirkliche Massenpartei. Also sie organisierten in Wien über 50% ihrer Wähler. Die waren gleichzeitig Sozialdemokraten. Also organisierte Sozialdemokraten. Nirgendwo sonst gab es einen vergleichbar hohen Organisationsgrad der Arbeiterschaft als in der Ersten Republik unter der Führung der Austromarxisten. Und diese Partei stand nicht allein, sondern die hatte um sich herum ein ganzes Netzwerk von Arbeiterorganisationen, Bildungsorganisationen, Sportorganisationen, Kulturorganisationen etc. Sie war außerordentlich erfolgreich in Wahlen, das ist immer ein starkes Argument, insbesondere in der heutigen Sozialdemokratie, wenn man denen sagte, also mit dezidiert klaren sozialistischen, radikalsozialistischen Programmen gewannen die locker über 41%, sie gewannen in der Großstadt wie Wien, 2-Millionen-Stadt, über 60%, und zwar nicht nur einmal, sondern in Folge. Die Hochburg der österreichischen Sozialdemokratie war das sogenannte Rote Wien, das von der Partei regiert wurde, von 1919 bis 1934, und zwar mit stabilen, absoluten Mehrheiten. Diese Leute waren alle, als Intellektuelle, die sie waren, sehr stark engagiert in der Bildungsarbeit. Die österreichische Sozialdemokratie hatte erst dem Vorbild der SPD folgend, aber dann die sehr schnell überflügelnd, ein Netz von Parteischulen bis hin zur Arbeiterhochschule gegründet und unterhalten, und die Leute waren alle daran beteiligt. Hier auf diesem etwas schwachen Bild sehen Sie, also da sitzt zum Beispiel Max Adler, da sitzt Otto Bauer, man kann sie alle erkennen, wenn das Bild groß genug ist, und hier sehen Sie nochmal, Otto Bauer ist da, Karl Renner ist da, die waren alle beteiligt. Max Adler war sehr oft in Deutschland,
der hat also in der Bildungsarbeit der SPD eine durchaus große Rolle gespielt. Das Rote Wien war das Experimentierfeld. Im Roten Wien wurde vorgeführt, was ein Teil des Credos der Austromarxisten war: Wir warten nicht auf den Tag der Revolution, wir beginnen heute. Man kann im Hier und Jetzt sozialistische Arbeit, jedenfalls Teilarbeit, leisten. Und in einer Großstadt wie Wien, wenn man wirklich am Ruder ist und wenn man weiß, was man will, kann man enorm was erreichen. Und sie haben sehr viel erreicht. Sie haben die ganze Stadt umgekrempelt. Der soziale Wohnungsbau war einer der Hauptpunkte. Es ist ihnen zwar in 15 Jahren nicht gelungen, die gesamte Struktur der Stadt zu verändern, aber sie haben etwas gebaut, was eben keine Sozialwohnungen im klassischen Sinn war, sondern die Gegner stellten es dar, als die bauen dann Versailles für die Arbeiter. Ja, das sind Luxuswohnungen. Wie kommen sie denn auf die Idee? Die Kerle kriegen ein Bad, die kriegen Innenklo, die kriegen eine Küche. Wie gibt es denn sowas? Für Arbeiter. Da wurde also Sturm gelaufen. Die finanzieren das ohne Schulden. Die finanzieren das aus Steuern. Und zwar nicht aus Massensteuern, sondern aus Besitzsteuern, aus Vermögenssteuern, aus Luxussteuern. Das ging alles. Die bauen da was auf, ein Gesundheitssystem, für die Stadtbevölkerung, für die Arbeiterbevölkerung gratis, großenteils gratis, für die Kinder, ja, Babys, die Routineuntersuchungen mit Neugeborenen, mit Kindern nach 8 Monaten, 12 Monaten etc. Alles gratis, wurde alles gemacht in der Gesundheitsorganisation der Gemeinde Wien. Die bauen ein völlig neues Schulsystem auf, auch wiederum für die Leute, die bisher ausgeschlossen waren von jeglicher höherer oder anderer Bildung. Diese Gemeindewohnungsbauten waren eben nicht nur Wohnungen, sondern gleichzeitig ein neuer sozialer Lebensraum. Es war sehr wichtig, das Alltagsleben zu verändern. Also das, was war für einige von uns, war das quasi neu in den 1960er Jahren, die Parole verändert das Leben, verändert das Alltagsleben. Die haben das schon praktiziert in den 20er, 30er Jahren. Das war die alte Idee, man verändert die Menschen, indem man deren Lebensumstände verändert, und die haben das getan, und zwar sehr wirkungsvoll. Das wirkt bis heute nach. Ich kann da nur sehr kurz was drüber sagen. Das Ganze geschah in einem Kontext einer extrem umkämpften Republik. Es wurde enorm scharf gegeneinander geschossen, zwischen dem bürgerlichen und dem sozialdemokratischen Lager. Die Kommunisten spielten praktisch keine Rolle, es war eine winzige Minderheit, eine völlig einflusslose und machtlose Partei. Es ging, die Sozialdemokratie war sozusagen mehr oder weniger die Linke insgesamt. Und da sehen Sie, Anfang 1919, 1920 gab es noch solche Wahlplakate, wo es um den Sturz des Kapitalismus ging. Ein paar Jahre später ging es um die Verteidigung der Errungenschaften der Republik. Und die wichtigsten Errungenschaften waren sozialpolitische Arbeiterschutzgesetze, unter anderem der Mieterschutz, aber also auch der 8-Stunden-Tag und so weiter und so weiter. Das war alles, wurde schwer unter Feuer genommen und wurde immer wieder ab 1920 regierten sozusagen die Christsozialen, immer wieder versuchten die das zurückzudrehen. Wie heftig das war, die beiden Wahlplakate geben Ihnen davon einen Eindruck. Das eine ist ein sozialdemokratisches, das andere ist ein christlich-soziales. Auf dem sozialdemokratischen sehen Sie diesen grünen Herrn, das ist ein Hahnenschwänzler, also die Heimwehren, die Leute, die auch eigentlich überwiegend mit Gewalt vorgingen, gegen alles, was sie als rot, sozialistisch und so weiter bezeichneten. Es gab auch viele Tote dabei. Es gab wirklich Mord und Totschlag. Das gehört dazu. Das war vergleichbar in der Weimarer Republik. Auf dem anderen Plakat sehen Sie sozusagen den Verweis auf ein Ereignis, den 15. Juli, wo es in Wien letzten Endes gewalttätige Revolte gab, einer wütenden Menge, die protestierte gegen ein Urteil, was sie als Schandurteil betrachten. Es wurden also Leute freigesprochen, die zwei Arbeiter erschossen hatten, ohne irgendwelchen Grund. Es war also ein wirklichen Skandalurteil, und das Ganze endete in einem ziemlich wüsten Straßenschlacht mit vielen Toten. Überwiegend war das die Schuld der Polizei, und die sozialdemokratische Partei war nicht in der Lage, diese Geschichte in den Griff zu bekommen. Und das wurde als das rote Gespenst gesehen. Also die Roten sind die Feuer legen und so weiter.
Das ist der ernste Teil der Sache. Beide Seiten waren bewaffnet. Es war sozusagen, der Bürgerkrieg lag immer in der Luft. Die Sozialdemokraten wollten den nicht. Sie wollten ihn vermeiden. Also jemand wie Otto Bauer, der war Frontoffizier im Ersten Weltkrieg. Ja? Also richtig, wo scharf geschossen wurde. Der wusste, wovon er sprach, wenn er vom Bürgerkrieg und vom Krieg sprach. Er wollte ihn nicht, er wollte ihn vermeiden. Dennoch haben sie sich darauf vorbereitet, wenn sie auf das... Von innen aus gesehen muss es das rechte Foto sein. Fällt Ihnen da was auf, was die Jungs da tragen? Dann das andere. Die ohne Faden. Die tragen nämlich keine deutschen Stahlhelme, sondern italienische. Ganz bewusst. Ja. Die haben, Faschismus. Ja. Naja, oder die französischen, kann man auch sagen. Also die haben sich deutlich davon abgesetzt. Die Gegner trugen deutsche Stahlhelme, das war also schon sichtbar. Und alles war militarisiert. Also es war immer spitz auf Knopf, wobei die Sozialdemokratie versucht hat, den wirklichen Eklat, den Bürgerkrieg zu vermeiden, fast bis zum letzten Moment, bis zur Selbstverleugnung. Und letzten Endes haben sie dadurch vermutlich den richtigen Zeitpunkt, wo man noch erfolgreich hätte Widerstand leisten können, verpasst. Es gab dann einen kurzen Bürgerkrieg im Februar 1934. Sie haben sich zur Wehr gesetzt. Der wurde mit aller Gewalt niedergeschlagen. Also auch durch den Einsatz der Armee und schwerer Waffen. Letzten Endes war das chancenlos, diese Form des Widerstandes. Aber immerhin, das ist ein großer Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie, zur deutschen KPD, da ist kein Schuss gefallen. Niemand hat sich mit Gewalt gewehrt gegen die Machtübernahme der Nazis oder etwa gegen den Preußenschlag 1932. Damals hätte man natürlich zu den Waffen greifen müssen, wenn man dauernd davon redet. Die Österreicher haben es immerhin getan und auch das unter dem Einfluss der Austromarxisten, obwohl die mit allen Mitteln wirklich über alle Grenzen hinweg versucht haben, den Bürgerkrieg, den offenen Bürgerkrieg zu vermeiden. Gut, also so viel zum politischen Erbe dieser Gruppierung. Ja, im Grunde genommen könnten wir Michael Kretke weiterreden lassen. Er hat hier also ein solches grandioses und zutreffendes, kompetentes Szenario des Austromarxismus geliefert, dass ich persönlich dem eigentlich nichts hinzuzufügen habe. Aber der Austromarxismus hat eben auch gewissermaßen Lehrstücke entwickelt. Und ein solches Lehrstück der Transformation vom Kapitalismus zum Sozialismus, wie Karl Renner es entwickelt hat, möchte ich Ihnen jetzt in der notwendigen Verkürzung vorführen. Ich werde 25 oder 26 Minuten reden. Ich hoffe, dass ich die Zeit einhalten kann. Auf biografische Details und Einordnung Renners in das austromarxistische Szenario möchte ich verzichten. Michael Kretke hat das im Grunde genommen schon andeutungsweise hinreichend getan. Im Übrigen habe ich deswegen ja eine ganze Biografie geschrieben und ich möchte mich da heute Abend nicht wiederholen. Also in meinem Impulsreferat will ich in der gebotenen Kürze Renners Version des Austromarxismus auf vier Ebenen thematisieren. Meine Ausführungen beginnen erstens mit einer Skizzierung des Paradigmas Renners, das unter dem Titel induktiver Marxismus sein Profil im austromarxistischen Umfeld prägte. Sodann stelle ich ansatzweise und verkürzt die Transformationsstrategie dar, die Renner aus diesem Muster ableitet. Es folgt eine kurze Funktionsbestimmung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, SDAP, der Genossenschaften und der Gewerkschaften als Institution austromarxistischer Hegemonie. Und viertens stelle ich mir die Frage, welche Aspekte der Rennerschen Version des Austromarxismus heute noch Relevanz beanspruchen können. Erstens, induktiver Marxismus in der Lesart Karl Renners. Renner sieht im Marxismus keine legitimatorische Ideologie, sondern eine ökonomische und soziologische Methode, die induktiv von den Erfahrungstatsachen des kapitalistischen Wirtschaftssystems auszugehen hat.
Sein Credo ist, dass sich das marxistische Paradigma induktiv, das heißt von der Empirie her, seinen Untersuchungsgegenstand zuwenden muss, nicht deduktiv auf der Grundlage von Marx-Zitaten. Renner lehnte also alle Varianten eines Ableitungsmarxismus als Ausfluss eines Begriffsrealismus ab, der aus Passagen des marxischen Kapitals die Strukturen des Kapitalismus deduzieren will und diese mit dessen empirischer Wirklichkeit verwechselt. Erst in einem zweiten Schritt kommen marxische Kategorien wie Mehrwert und Mehrarbeit zur Anwendung, nämlich dann, wenn es um die Analysen der Wirtschaftstatsachen des Kapitalismus unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung der Arbeit einerseits und der Vergesellschaftung, ganz wichtig, der sozialen Funktion der Rechtsinstitute, vor allem des Privateigentums, geht. Diese methodologische Option hat in der Sicht Renners weitgehende Konsequenzen. Sie ermöglicht nicht nur den Anschluss des Marxismus an das naturwissenschaftlich geprägte Zeitalter, das prinzipiell induktiv verfährt, da der Kapitalismus, so Renner, ein dynamisches System ist, das sich in jeder Entwicklungsepoche verändert, ist darüber hinaus zufolge in seiner Sicht nur Marxist, der mit Marx über Marx hinausgeht. Das heißt, die marxistische Interpretation des Kapitalismus steht permanent vor der Aufgabe, dessen Entwicklungsschübe analytisch nachzuvollziehen und nicht auf dessen weitgehend staatsfreien Zustand um 1880, Stichwort Manchester-Liberalismus, auf den Marx sich bezog, stehen zu bleiben. Bei gleichzeitiger Öffnung zu den bürgerlichen Wissenschaftsansätzen, siehe Mach, kommt es ihm darauf an, die Resultate seiner induktiven Methode für die Befreiung der Arbeit zu nutzen. Aber die marxistisch inspirierte induktive Methode der Analyse der kapitalistischen Wirtschaftstatsachen ist nach Renner kein Selbstzweck. Ihre Aufgabe ist vielmehr, realistische Möglichkeiten für die Verwirklichung von Teilaspekten des demokratischen Sozialismus zu eröffnen. Die logische Folgerung des induktiven Marxismus ist eine Transformationsstrategie, der wir uns im Folgenden zuwenden wollen, in verkürzter Form natürlich. Also zweitens die Transformationstheorie Renners. Renners Transformationstheorie ist ohne seine Revision eines zentralen Elements des marxischen Ansatzes nicht zu verstehen. Er sieht das Defizit der Revolutionstheorie des orthodoxen Marxismus darin, dass sie im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus keine Zwischenstufen vorsieht, sondern von einem abrupten Umschlag ausgeht. Das hatte zur Folge, dass seine Anhänger daraus die Totalsozialisierung auf einen Schlag ableiteten. Diese Sicht ist nach Renner grundsätzlich falsch. Weil die kapitalistische Wirtschaft nicht als ganze sozialisierungsreif ist, sondern nur in gewissen Aspekten und bestimmten Funktionen. Daher würde eine Vollsozialisierung Chaos und Arbeitslosigkeit bewirken, weil es zum Kapitalismus als Ganzem eine tragfähige, integrale sozialistische Alternative gar nicht gibt, wie seine im Gegensatz zu Otto Bauer eher skeptische Einschätzung des sozialistischen Experiments in der Sowjetunion zeigt. Gegen die orthodoxe Revolutionstheorie des Marxismus setzte Renner sein Theorem der Entwicklung des Kapitalismus, ich zitiere ihn, von der staatlosen zur durchstaatlichten Ökonomie, Zitat Ende. Auf die zunehmende Organisierung der Privatwirtschaft und ihre Angleichung an die Staatstätigkeit reagiere die Arbeiterklasse flexibel und konstruktiv. Zwar bekämpfe sie die bürgerliche Ökonomie und den Staat, solange sie von ihnen ausgeschlossen sei. Doch je mehr Macht sie hat und je mehr sie zurechtkommt,
desto positiver nimmt sie an der Wirtschaft und am Staate teil, so Renner. In dem Maße, wie dies gelinge, mutiere der Staat zum Hebel des Sozialismus. Die Gefahr einer einseitigen Staatsfixiertheit seines Ansatzes begegnet der Renner dadurch, dass er, wie er es ausdrückt, die lebendigen Gegenkräfte der Gesellschaft, die innerhalb und gegen den Kapitalismus wirken, in seine Konzeption integrierte. Die so durch den Außendruck der Arbeiterorganisation vorangetriebene Transformation des Staates werde dadurch vollendet, dass die Arbeiterklasse nach ihrem durch Wahlen vermittelten Sieg den Staatsapparat mit ihren Interessen besetze und gleichzeitig die ökonomischen Institutionen mit sozialistischem Inhalt fülle. In der Tat sucht man bei Renner eine spezielle Sozialisierungskonzeption vergeblich. Bei Otto Bauer kann man sie durchaus finden, bei Renner nicht. Auch interpretierte er seine Abkehr vom revolutionstheoretischen Ansatz des orthodoxen Marxismus keineswegs als einen Bruch mit dem marxischen System insgesamt. Denn Renner knüpfte in seiner Transformationstheorie an Marx' Lehre von der Vergesellschaftung des Kapitals in den Aktiengesellschaften an. Sie ließ ihm zufolge nur einen Schluss zu. Die Sozialisierung ist keine Aktion, sondern eine evolutionäre Entwicklung in Gestalt des Zirkulationsprozesses. Ich zitiere ihn, eine Sozialisierung, die von diesem absehe, die Produktionsbetriebe sozialisiere und zugleich den Zirkulationsprozess beibehalte, ändere am anarchischen Markt und der Herrschaft des Wertgesetzes nicht. Deshalb müsse die Zirkulation der Angriffspunkt der Sozialisierung sein, so Renner. Ihn zu nutzen sei aber ohne die Intervention des Staates nicht möglich. Deine Aufgabe bestehe nicht darin, existierende wirtschaftliche Institutionen wie Kartelle und Konzerne zu zerstören, sondern sie umzugestalten und mit einem neuen Geist zu erfüllen. Renner schreibt, so kann man Schritt für Schritt vorgehen und von der Zirkulation aus den Kapitalismus in der Produktion aus den Angeln heben. Das heißt, es ist eine schrittweise organisatorische Leistung von größtem Umfang und von beträchtlicher Zeitdauer zu leisten. Zitat Ende. Daher stigmatisierte er die Vollsozialisierung, die sich durch Dekret mit einem Schlag vollzieht, als Generalunsinn oder als Ungedanke. Für orthodoxe Marxisten, meine Damen und Herren, der 1920er Jahre war nicht selbstverständlich, dass Renner das Angriffsziel der Sozialisierung in der Zirkulation und nicht in der Produktion sah. Vielleicht hat ihn zu diesem Schritt auch sein Engagement in der auf die Zirkulationssphäre festgelegten Konsumgenossenschaftsbewegung motiviert. Der entscheidende Grund aber dürfte gewesen sein, dass Renner den Vergesellschaftungsgrad des Privateigentums im Kapitalumlauf am weitesten fortgeschritten sah. Er erwartete, in absehbarer Zeit werde es zu einer Organisation des Weltmarktes kommen, der sich in einer Ordnung der Gesamtzirkulation der kapitalistischen Wirtschaft abbilde. Diese Vergesellschaftung der Zirkulation im Weltmaßstab, die alle bisherigen Ausmaße übertreffe, schaffe erst die vollen Voraussetzungen des Weltsozialismus. Der sozialisierende Zugriff auf die Zirkulation sollte dort erfolgen, wo Zins, Rente und Dividende reine Titelform angenommen haben. Die Methode der Sozialisierung sei die graduelle Umwandlung halböffentlicher Banken in öffentliche bzw. direkt gesellschaftliche Anstalten. Andererseits lehnte Renner jeden Automatismus des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ab. Es sei die historische Aufgabe der Arbeiterbewegung, diesen Prozess
voranzutreiben und zu beschleunigen. Er sah drei Agenturen vor, welche die Arbeiterklasse den Weg in den Sozialismus ebnen. Die Partei SDAP, die Genossenschaften sowie die Gewerkschaften. Ich gehe jetzt kurz ein auf die Rolle der Partei als Kampforganisation und Solidargemeinschaft des Proletariats. Die primäre Aufgabe der Partei besteht Renner zufolge darin, durch den demokratischen Prozess, also durch Wahlen, im proletarischen Interesse Einfluss auf den Staat zu nehmen. Das geschieht durch die Gesetzgebung sowie deren Umsetzung durch die Verwaltung. Anders ausgedrückt, es gibt nach Renner nur eine Instanz als den bewusstesten Ausdruck der Gesellschaft, der die sozialen Errungenschaften der Arbeiterschaft dauerhaft und gesellschaftsgestaltend verbindlich kodifizieren kann. Den demokratischen Staat, den die SDAP so weit wie möglich durch Mehrheiten erobern muss. Aber auch Zwischenschritte im Rahmen von Koalitionsregierungen mit den bürgerlichen Parteien sind ohne Einschränkung legitim. Selbst dann, wenn die SDAP nur als Juniorpartner fungiert. Renners Konzeption einer Konsensdemokratie stieß auf die Kritik Otto Bauers. Jetzt kommen wir zu den Differenzen innerhalb des Austromarxismus. Für ihn war der Staat der bürgerlichen Gesellschaft auch unter demokratischen Bedingungen im Kern ein bürgerlicher Staat, dem nur unter Druck Konzessionen zugunsten der in der SDAP organisierten Arbeiter abzuringen war. Nur eine geeinte Arbeiterbewegung, die zu ihrer inneren Integration auf revolutionäre Rhetorik nicht verzichtet, die zu ihrer inneren, könne es gelingen, Koalitionen entweder auf gleicher Augenhöhe oder als überlegener Partner mit den bürgerlichen Parteien einzugehen. Renner dagegen kritisierte nicht nur Bauers Ansatz, Koalitionsansatz, sondern auch dessen revolutionsaffine Rhetorik, die dazu beitrage, dass das bürgerliche Lager seine Koalitionsfähigkeit nach links einbüße und innerhalb des Proletariats Omnipotenzfantasien entwickle, die nicht von der Realität gedeckt seien. Stattdessen sah Renner einen zentralen Aufgabenbereich der Partei in der Detailarbeit der Verwaltung, auf die sich die sozialdemokratischen Funktionäre als ihre Hauptaufgabe zu konzentrieren haben. Konsens herrschte zwischen Bauer und Renner freilich, dass die Partei mehr sein sollte als eine Megamaschine zur Durchsetzung proletarischer Interessen gegenüber dem bürgerlichen Lager. Für sie war sie auch ein Kosmos proletarischer Lebenswelten, deren zahlreiche Kultur- und Freizeitorganisationen das Leben der Arbeiter von der Wiege bis zur Bahre prägte und auf ein höheres Existenzniveau hob, wie dies in der Kommunalpolitik, Michael hat sie angesprochen, im roten Wien exemplarisch zum Ausdruck kam. Obwohl vom bürgerlichen Lager politisch ausgegrenzt und soziokulturell stigmatisiert, konnte von einer Abschottung der SDAP und ihrem kommunalen Aufbauwerk in Wien nach außen keine Rede sein. Offen für nichtsozialistische Strömungen in Literatur, Architektur und Kunst gelang es ihr, den meisten Mitgliedern eine politische Heimat zu bieten, in der sie gewiss die besseren Stunden ihres Lebens nach dem Motto verbrachten: proletarisch gelebt, proletarisch gestorben und dem Kulturfortschritt entsprechend eingeäschert. Zitat Ende. Flankiert wurde die Partei in ihrem strategischen Ziel, vor allem eine Kulturbewegung der
lohnabhängigen Bevölkerung zu sein. Auch darauf hat Michael dankenswerterweise hingewiesen. Vom Genossenschaftswesen und den Gewerkschaften, deren Funktionsbestimmung Sarenna durch folgende Aspekte charakterisiert. Ich gehe kurz ein auf die Genossenschaften als proletarische Umverteilungsinstanz. Karl Renner wurde 1911 Verbandsobmann der österreichischen Konsumgenossenschaft. Auch gründete er eine Arbeiterbank, die 1923 eröffnet wurde. Sich auf österreichische, aber auch auf deutsche Erfahrungen stützend, trieb er den Ansatz einer ökonomischen Theorie des Genossenschaftswesens im sozialdemokratischen Kontext der 1920er Jahre, jedenfalls soweit ich sehen kann, am weitesten voran. Im Blick auf die Konsumgenossenschaften ging er von der Prämisse aus, dass ihr Erfolg auf die Planbarkeit von Konsum, Eigenproduktion und Einkauf beruhe, die durch Organisierung einer Kundschaft mit wesentlich bekannten Bedürfnissen erreicht werde. Dies ermögliche es, die Differenz zwischen Gestehungskosten und Verkaufspreis zur Finanzierung der Rückvergütung wie der zur Expansion erforderlichen Kapitalexpansion zu nutzen. Allmählich mutiere das Kapital der Arbeiterklasse zur Waffe gegen das privatwirtschaftlich fungierende Kapital. Es werde der Arbeiterschaft schließlich gelingen, über die Genossenschaften einen erheblichen Teil der Industrie wirksam zu beeinflussen. Auch die Gründung von Versicherungen, wie etwa der Volksversicherung, hätten diesen Effekt. Beide griffen in die Mehrwertverteilung sehr intensiv ein. Sie reißen ein größeres Stück des Mehrwerts, der sonst den Privatkapitalisten zu viele an sich, schreibt Renner. Dadurch komme es zu einer Reexpropriation des Mehrwerts, so Renner. Diese generiere das Solidarkapital bzw. das Sozialkapital. Das heißt, es ist einer bestimmten wechselnden Masse gehörig, schreibt Renner, sodass der Einzelne auf dieses Kapital keinen anderen Einfluss hat als das Mitbestimmungsrecht in der Generalversammlung. Wenigstens bis zu dem Augenblick, wo er austritt und seinen Anteil behebt. Zitat Ende. Flankiert wird die genossenschaftliche Bildung von Solidarkapital durch die Arbeiter- und Genossenschaftsbanken. Die Lohn- und Gehaltsrücklage sowie die sonstigen Barbestände der arbeitenden Klasse stellten so gewaltige Geldsummen dar, dass sie einen wesentlichen Teil des flüssigen Geldkapitals einer Nation ausmachten und den finanziellen Bedarf in Form von Betriebskrediten für die Genossenschaftsbetriebe mehr als decken könnten. Gelänge es, das Barkapital der arbeitenden Bevölkerung zu sammeln, so wäre die Arbeiterklasse ihr eigener Leihkapitalist. Der gezahlte Zins fiele in ihren Schoß zurück. Entstehe durch die Differenz von Soll- und Habenzinsen ein Gewinn, so werde auch er als Sozialkapital akkumuliert. Andererseits stellte Renner klar, dass auch das proletarische Genossenschaftswesen zwar in die Verteilung des Mehrwerts eingriff, diese aber keineswegs abschaffte. Diese Feststellung leitet über zum dritten Transformationsinstrument, den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften als Garanten der Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebensstandards der Arbeiter. In Anlehnung an Marx ging Renner bei der Funktionsbestimmung der Gewerkschaften von der Figur des Gesamtarbeiters aus, der im industriellen Produktionsprozess zwar ein reales Kollektiv ist, das sich aber nach dem Gesetz der Maschine und dem Willen des Kapitals bewegt, welche die Individualität des Arbeiters auslöschen. Eine zentrale Aufgabe der Gewerkschaft besteht, Renner zufolge, darin, den Gesamtarbeiter als bewusst agierendes Kollektiv gewissermaßen erst herzustellen und aus ihm eine handlungsfähige politische Größe zu entwickeln.
Hand in Hand mit der Konstituierung des bewussten und aktiven Gesamtarbeiters treten in Renners emanzipatorischen Demokratieverständnis den Gewerkschaften Arbeitgeberverbände gegenüber, mit denen sie Kollektivverträge abschließen, welche die Arbeitsverhältnisse und die Lohnhöhe regeln. Dadurch kommt es aber zu einer Verrechtlichung des Klassenkampfes. Renner warnte vor der syndikalistischen Illusion, die Gewerkschaften seien in der Lage, die Tatsache des Mehrwerts aufzuheben. Durch den gewerkschaftlichen Kampf könne lediglich der Unternehmergewinn und die durchschnittliche Profitrate beschränkt werden. Würden diese aber vollständig absorbiert werden, stünde die Produktion still und Massenarbeitslosigkeit wäre die Folge. Durch die Beschränkung, nicht durch die Abschaffung des Mehrwerts, wirken die Gewerkschaften in doppelter Hinsicht als Kulturfaktoren. Erstens, sie erkämpfen eine permanente Erhöhung der Löhne und dadurch eine Verbesserung des Lebensstandards als Voraussetzung der kollektiven kulturellen Entfaltung der Arbeiterschaft. Man darf nicht vergessen, dass der Austromarxismus, und darauf ist immer wieder hinzuweisen, im Kern eine, ich würde sagen, spätaufklärerische, proletarische Kulturbewegung war. Zweitens, durch den gewerkschaftlichen Druck im Rahmen der Tarifverhandlungen sehen sich die Unternehmer gezwungen, mithilfe technischer Innovationen die Produktivität der Arbeit zu erhöhen, um ihre Profite zu sichern. Alles, was die Gewerkschaften erreichen können, ist also, die Betriebe sozialisierungsreifer zu machen. Sie können selbst nicht sozialisieren, sondern lediglich die Arbeiterklasse als Produzenten und Lohnempfänger zu einer gesellschaftlich aktiven Größe zu gestalten und dadurch wichtige Voraussetzungen für die Sozialisierung zu schaffen. Ich komme zum Schluss. Bisher bin ich in der reinen Interpretation gewesen, aber das ist ja eben auch wichtig, um mit Rennerschen Gedanken vertraut zu machen. Renners Transformationsstrategie lebte von der Erfahrungstatsache des aufsteigenden Kapitalismus in Europa und in den USA in der Zeit von 1870 bis 1914, trotz der von Michael erwähnten Krise, die man nicht verschweigen darf, und teilweise von der Konjunktur- und Rationalisierungsphase in den ersten Republiken in Deutschland und Österreich zwischen 1924 und 1928. Steigende Zuwachsrate ermöglichten es den Unternehmern, die Verteilungskonflikte mit der organisierten Arbeiterbewegung abzumildern. Unter dieser Bedingung hatte seine These durch die vom Kapitalismus selbst hervorgebrachte Vergesellschaftung könne die Gesellschaft relativ konfliktfrei durch die staatlich gestützte Sozialisierung von ökonomischen Teilfunktionen in den Sozialismus hineinwachsen, wie ich finde, eine beachtliche Plausibilität. Diese evolutionäre Erwartung erwies sich freilich ex post lediglich als Ausfluss einer, wie Fritz Sternberg es ausdrückte, Schonphase der Arbeiterbewegung. Sie wurde von der Tiefe und Wucht der Weltwirtschaftskrise ab 1929 beendet, die nicht zu einer Überwindung, sondern eher zu einer Stabilisierung des Kapitalismus, entweder mit demokratischen Methoden, New Deal in den USA, oder mit faschistischen Krisenlösungsmodellen deutscher Faschismus. Nach 1945 lagen freilich in Österreich wirtschaftliche Bedingungen vor, die Renners Konzept der Sozialpartnerschaft und damit ein wichtiges Segment der Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik ermöglichten. Man spricht ja davon, dass die Zweite Republik sei am Ende. Ich bin nicht unbedingt dieser Meinung. Wir sollten da erstmal abwarten. In ihrem Zentrum stand vor allem Renners Konzeption des Sozialstaates. Renner polemisierte nicht gegen den Markt,
wo dieser seine Funktion erfüllt, eine optimale Bedürfnisbefriedigung der Konsumenten zu sichern. Aber er wies auf die Destruktionspotenziale des Marktes hin, die sich dann destabilisierend auf die Sozialsysteme, auf die Kultur und letztlich auf die Demokratie auswirken müssen, wenn sich die Orientierung an ihm vom Staat unreguliert absolut setzt. Dieser Gefahr konfrontierte er als sein bleibendes Erbe, wie ich meine, sein Konzept der Durchstaatlichung der Wirtschaft. Aber auch auf dem Gebiet der marxistischen Theorie ist Renners Ansatz nach wie vor aktuell. So ist heute viel von der Krise des Marxismus die Rede. Zu ihrer Überwindung könnte Renners Marxismusverständnis erheblich beitragen, wenn man ihm eine krisentheoretische Dimension assimilierte. Renner sieht, wie wir sahen, im Marxismus eine ökonomische und soziologische Methode, die von allen Residuen eines philosophischen Materialismus befreit, auch darauf hat Michael dankenswerterweise hingewiesen, von den prozessualen Erfahrungstatsachen des kapitalistischen Wirtschaftssystems auszugehen hat. Dieser Ansatz ermöglichte ihm die Konzipierung einer marxistischen Rechtstheorie, die bis auf den heutigen Tag Bestand hat und ihn zu einem der Väter der modernen Rechtssoziologie werden ließ. Und zum Schluss möchte ich aber auch auf seine richtungsweisenden Arbeiten zur Nationalitätenproblematik in Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg hinweisen, von denen wir heute doch ein gutes Stück lernen können.